Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute bringe ich mal ein Video, das ist mal was ganz anderes, als ich sonst immer gemacht habe. Ich habe ja bisher immer Unboxings gemacht, Filmreviews und sowas. Natürlich geht es heute wieder um Filme, aber heute habe ich mal ein Ranking vorbereitet. Und zwar von den Vomit Gore Filmen von Lucifer Valentine. Diese Filme, die sind ja auch eher, ja, sehr viel in der Kritik, wenn man mal von brutalen Horrorfilmen spricht und sowas. Natürlich sind die auch keine Mainstream-Horrorfilme, aber es sind halt auch eher bekanntere Indie-Horrorfilme. Indie-Horrorfilme, für diejenigen, die es nicht wissen, sind eigentlich Filme mit Low-Budget-Produktion, das heißt, wenig Geld wird da reingepackt. Da steht meistens auch kein richtiges Entwicklerstudio hinter. Ja, heute geht es halt um die Vomit Gore Teile. Es gibt an der Zahl, glaube ich, 6 Stück, aber ich habe jetzt mal nur 5 reingepackt, weil der eine Teil ist nur ein Kurzfilm, der heißt A Perfect Child of Satan. Den habe ich jetzt einfach mal nicht reingepackt. Den habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil ich wollte jetzt keine 20 Euro dafür ausgeben, um 20 Minuten da zu gucken. Der Rest der Filme, die gehen alle über eine Stunde und das macht für mich mehr Sinn, wenn ich einen Film gucken will. Ja, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, ich ranke hier die 5 Filme, die 5 Hauptfilme der Reihe. Und dann geht's jetzt einfach mal los. Ja, auf Platz 5, da habe ich den neuesten Teil. Das ist The Angela Chapters. Dieser Film ist im Jahr 2020 entstanden. Und ja, das ist eigentlich, diese Angela Chapters, es gab immer mal auf den DVDs von den ersten, zweiten, dritten, vierten Teil, gab es immer mal wieder ein Chapter von diesen Angela Chapters. Diese Angela Chapters bestehen aus 6 Kapiteln und ich glaube, auf der finalen Edition, die 2020 rauskam, wurden dann einfach nochmal 2 Kapitel dazu gedreht. Und was soll ich sagen? The Angela Chapters ist komplett zu Recht auf Platz 5 bei mir. Was soll ich da beschreiben? Also ich kann glaube ich eh nicht so viel über diese Filme reden, ohne dass das YouTube-Video gesperrt wird, weil da halt echt wirklich brutale Sachen passieren teilweise. Aber ich werde es halt immer mal anschneiden, was da passiert. Und ja, in der Angela Chapters geht es halt um Angela, halt, wie der Name schon sagt. Und die erzählt ja einfach eine Geschichte im ersten Kapitel von diesen 6 Kapiteln. Und dort erzählt sie halt einfach, wie sie vergewaltigt wurde immer und immer wieder. Und im zweiten und dritten Kapitel und sowas sieht man halt, dass sie vom eigenen Bruder vergewaltigt wurde und alles. Und dann siehst du das alles Mögliche auch und normalerweise ist es ja die Vomit-Gore-Reihe und dieser Teil gehört halt auch dazu. Aber du siehst in diesen ganzen 6 Kapiteln, dieser Film geht mit den ganzen 6 Kapiteln zusammen, insgesamt 3 Stunden, 3 verdammte Stunden, ey, das ist, und dann guckst du dir das an, das habe ich einmal gemacht, werde ich nie wieder tun, auf gar keinen Fall, und du hast halt einfach in diesen 3 Stunden nicht mal irgendwelche Gewalt, also nicht mal blutige Gewalt, wofür du diese Vomit-Gore-Reihe eigentlich guckst. Du hast eigentlich in diesem Film nur Nacktheit und die ganze Zeit irgendein sinnloses Geschwafel, was eine Story erzählen soll, aber diese Story dahinter erblickt sich halt einfach so gut wie gar nicht. Da muss man halt auch erstmal googeln, um darauf zu kommen, was die dir überhaupt erzählen will. Also im Gesamten Angela Chapters überhaupt gar nicht zu empfehlen, meiner Meinung nach. Und bei weitem der schlechteste Teil der Vomit-Gore-Reihe. Ja, dann kommen wir zu Platz 4. Da habe ich den ersten Teil, Slaughtered Vomit Dolls, gerankt. Der erste Teil, der ist an sich nicht so schlecht gemacht. Du hast dein Gore, davon aber auch nicht zu viel. Da wird in dem Teil wird halt am meisten hier gekotzt und alles. Und ja, der Teil erzählt noch eine Geschichte. Dieser Teil hat einfach noch eine Story. Ganz große Kritikpunkte sind an dem Film, aber leider, dass die Hintergrundgeräusche, es kommen die ganze Zeit so irgendwelche lauten Geräusche und sowas, und die sollen halt einfach die Filmmusik darstellen anscheinend und sollen dich erschrecken und sollen halt einfach die ganze Stimmung halt einfach runterbringen. Macht es aber nicht, es ist einfach nur nervig, ehrlich gesagt. Und ja, was war denn gut an dem Film? Ich sag mal so, der ist deutlich besser als Angela Chapters, weil der Film geht auch nur eine Stunde jetzt, der Slaughtered Vomit Dolls. Knapp über eine Stunde, irgendwie sowas.
Und du hast da diese Gewalt, die du suchst. Da war eine extrem kranke Augenszene drin, die war, sah schon sehr echt aus und es war wirklich heftig. Muss man einfach sagen. Ich habe auch schon alles Mögliche gesehen an Filmen. Dazu muss ich aber sagen, ich glaube, die Vomit Gore-Reihe war mit das Heftigste, was ich je gesehen habe. Und ja, die weiteren Szenen so, da in dem Film hat einfach nicht mehr so viel geschockt. Man guckt diesen ersten Teil, damit sollte man natürlich anfangen und sowas. Aber so ein unglaublich krasser Film ist dieser erste Teil nicht. Der hat diese Augenszene, der hat irgendwie eine Szene mit dem Gehirn war da, glaube ich, auch. Die sahen schon eklig aus, ja, aber im Gesamten zu wenig. Wenn man Kotzen und so eklig findet, dann, klar, dann ist es auch noch eklig, wenn die ganze Zeit da rumkotzen und sowas und auf die Kamera drauf kotzen. Aber viel Gewalt in dem Film ist jetzt auch nicht. Natürlich deutlich mehr als in Angela Chapters, weil in Angela Chapters, da war gar keine Gewalt, also keine blutige Gewalt zumindest. Nur hier sexuelle Gewalt. Und ja, dann war es das, glaube ich, schon zu Platz 4. Platz 3 habe ich Vomit Gore 4. Da steht auf dem Cover nur drauf Vomit Gore 4, also VG4. Aber der Film heißt eigentlich Black Mass of the Nazi Sex Wizard. Auch ein witziger Name natürlich. Aber dieser Teil, der hat schon dann ordentlich mehr Gas gegeben. Muss man einfach sagen. Das ist natürlich der vierte Teil und dazwischen kommen ja noch Teil 2 und Teil 3. Aber der vierte Teil, der hat schon seine heftigen Szenen, vor allem am Ende. Da kann ich mich noch an eine Szene erinnern, die war mit so einem Kopf, der wurde halt durchlöchert und sowas. Und dann wurde in den Kopf reingegriffen und das Gehirn rausgezogen und alles Mögliche. Und gekotzt wird sowieso in jedem Teil, das sowieso. Wenig Nacktheit war in dem Film, aber im Gegensatz zu den anderen Teilen. In den anderen Teilen war alles, das hat sich schon ein bisschen angeguckt, wie so ein Video, was man auf diversen Internetseiten findet, ne? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, was in diesem Film mich persönlich sehr gestört hat, war, dass immer mal wieder so, ich weiß auch nicht warum, was das darstellen sollte, aber immer mal wieder wurde die so comic-mäßig immer was eingeblendet. Du hattest eine Szene, wo Gewalt war, dann hattest du eine Szene, wo eine am Reden war und dann war noch eine Szene, wo die ganze Zeit irgendwelche diese Comic-Spieleien waren und sowas und wie so eine Kinderserie war das und das hat von einer Szene zur nächsten geswitcht, so innerhalb von 5 Sekunden hattest du dann 3, 4 Szenen und sowas und du wusstest einfach nicht mehr, wo du hingucken solltest. So, das war ein bisschen das Problem vom vierten Teil, finde ich. Ich weiß ja nicht, warum die das ausgerechnet das so gemacht haben, aber Teil 1 bis 3 haben da, was das angeht, besser funktioniert. Aber im vierten Teil, muss man einfach sagen, ist dieser Gore, also diese Gewalt, einfach schon sehr krass gewesen. Deshalb auch auf Platz 3. Es ist natürlich gut gemacht, sehr, sehr gut gemacht sogar. Was Lucifer Valentine da produziert hat mit Puppen und sowas, das ist natürlich alles keine CGI-Gewalt oder sowas, das ist alles handgemachter Gore und deshalb mein Platz 3, Vomit Gore 4. So, da habe ich mir jetzt schwer getan bei den ersten beiden Plätzen, aber ich habe es jetzt so gemacht, dass ich auf Platz 2 Vomit Gore 3 stelle. Und zwar Vomit Gore 3 heißt Slow Torture Puke Chamber. Und dieser Film hat es wirklich in sich. Diesen Film sollte man wirklich nicht gucken, wenn man nicht irgendwie ja, sowas Gewalttätiges ab kann. Und wenn man da wirklich ja, nicht mit klarkommt. Das ist für mich schon eine der heftigsten Sachen, die jemals gedreht wurden. Das ist schon nicht mehr normal, was ich da gesehen habe. Du hast die erste Dreiviertelstunde hast du eigentlich wenig Gewalt. Du hast so gut wie gar nichts. Dieser Film geht, glaube ich, knapp unter 80 Minuten. Und ja, dann hast du halt ja, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde hast du diesen kompletten Umschwung, wo du dann halt einfach auf einmal so eine dermaßen krasse Gewalt hast mit einem Baby, mit
allem Möglichen, mit einem Trichter, der einer in den Mund gesteckt wurde. Du hast... Also diese Babyszene, die werde ich nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Kein Witz, das war schon nicht mehr normal. Vomit Gore 3 war auch zu keiner Zeit langweilig oder sowas. Der Film hatte an sich alles. Die erste Dreiviertelstunde war eher wie so ein Porno, kann man schon sagen. Aber dann später ging es richtig heftig zur Sache. Das war schon sehr, sehr, sehr krass. Ja, dann bleibt uns nur ein Teil übrig, ne? Auf Platz 1. Platz 1 habe ich Vomit Gore 2 hingestellt. Und zwar heißt dieser Teil Regurgitated Sacrifice. Und dieser Teil geht von vorne bis hinten mit allem ab, was man sich als Gore-Fan da wünscht. Du hast da einfach durchgehende Gewalt von vorne bis hinten. Alles Mögliche. Da ist auch dieser legendäre, die zumindest die Leute kennen diese Szene. Wenn man sich mit Gore viel befasst, kennt man diese legendäre Szene, die ich auch, glaube ich, aufs Thumbnail gepackt habe. Genau. Mit dem Oktopus auf dem Kopf oder sowas. Und die Szene mit der Spinne und sowas. Der Teil ist, würde ich sagen, sehr, sehr heftig. Nicht vielleicht so heftig wie das Ende vom dritten Teil, den ich auf Platz 2 gestellt habe. Aber der zweite Teil, der ist einfach von vorne bis hinten auch einfach gut gemacht. Muss man einfach sagen. Der Film hat auch zwar keine Story und alles, zumindest keine, die man so direkt durchblickt. Aber wirklich, man ist von vorne bis hinten unterhalten, wenn man auf so Gore steht. Und also muss man einfach sagen, das ist einfach... Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, wow, was habe ich da jetzt gesehen? Es war einfach alles extrem hochwertig gut gemacht, muss man einfach sagen. Diese Szene mit dem... Mit den siamesischen Zwillingen, die da zerschnitten werden. Das ist auch eine sehr krasse Szene, die kommt ja direkt am Anfang des Films. Und ja, deshalb für mich mein Platz 1. Das ist wirklich heftig gewesen, sehr heftig. Aber im Gesamten, was den Gore angeht, vielleicht nicht so krass wie Teil 3, aber es ist noch besser, weil dieser Film halt von vorne bis hinten einfach alles hat. Ja, und das war mein Ranking. Ich werde dann jetzt... Hier oder da, mal gucken, vielleicht noch eine Liste reinpacken, wie ich die jetzt gerankt habe. Dann vielleicht schreibe ich dahinter noch die Punkte, wie viele Punkte das für mich wären pro Film, vielleicht auch nicht, vielleicht ranke ich die auch einfach nur. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und so ein Ranking macht mir eigentlich Spaß, muss ich sagen. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, wenn das hier gut ankommt, dass ich auch nochmal ein paar andere Filmreihen oder sowas ranke. Vorzugsweise natürlich Horrorfilme. Und ja, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Und ja, haut rein!